Wir haben nur zum Guten aufgerufen und trotzdem wird man befeindet. Ich will euch hier etwas sagen. Es gibt leider unter einigen Muslimen die Vorstellung, dass wenn man den Islam richtig beibringen würde und richtig praktizieren würde, dass man dann von allen gemocht werden würde. Und das ist nicht so. Das ist falsch. Es wird immer Leute geben, die gerade dann gegen dich sind, wenn du die Religion richtig praktizierst. Und was ist das beste Beispiel dafür? Das beste Beispiel dafür ist der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Das ist das beste Beispiel. Oder der Prophet Ibrahim, der ist ins Feuer geworfen worden. Oder der Prophet Musa, die Kinder seiner Folger, seiner Anhänger sind getötet worden. Aber wen wir erreichen wollen, sind die Menschen, die ehrliche Herzen haben. Und davon gibt es viele in Deutschland. Bruder, 3 Leute haben heute schon den Islam angenommen. Alhamdulillah. 3:0 für uns. Alhamdulillah. Deswegen. Alhamdulillah. Deswegen, 3 Leute haben den Islam angenommen. Und einige Leute wollen, sollen Spielverderber sein und sind sauer. Aber glaub mir, es sind auch heute viele Nicht-Muslime gewesen, die sich das angehört haben, die vorher gehört haben, oh, der Hassprediger kommt und so weiter. Und die sich gesagt haben, was war denn jetzt so schlimm gewesen? Ja, wir sind stolz auf unsere Religion. Ja, wir glauben auch, dass der Islam den einzig wahren Weg zu Gott hat. Und damit wollen wir keinen beleidigen, sondern wir wollen die Menschen daran teilhaben lassen. Wir wollen die Menschen daran teilhaben lassen. Eine Frau will Islam annehmen. Nach vorne kommen, inshallah. Soll ich runtergehen, Bruder? Ibrahim, komm ich runter, ja? Inshallah. Inshallah. Sie wollen noch Islam annehmen, inshallah. Allahu Akbar! Ja, super. Sie wissen bestimmt schon, wie das funktioniert, ja? Nicht das Gesicht filmen, wenn es geht, ja? Ja, nicht filmen. Nicht das Gesicht filmen, nur von hinten, dass man nicht so gut erkennt, ja? Also, Sie haben jetzt alles mitbekommen. Das ist der vierte übrigens, Alhamdulillah. Oder die vierte vielmehr. Okay, ich sage das dann vor. Soll ich Ihnen das vorsagen auf Arabisch, ja, oder können Sie es selber, ja, lieber vorsagen? Nee, ja? Vorsagen. Okay, ich sage es vor. Wenn man sagt, Eshhadu an la ilaha illallah, heißt das, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Dass Allah der allmächtige Gott ist, der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Und wenn ich sage, ich bezeuge, dass Muhammad der Diener und Gesandte Allahs ist, Eshhadu anna Muhammad Rasulullah, bedeutet das, dass ich daran glaube, was er gebracht hat, den Koran, dass ich daran glaube, dass das, was er berichtet hat, wahr ist und dass ich glaube, dass ich Allah so dienen muss, wie er gezeigt hat und das, was er berichtet oder das, was er verboten und geboten hat, dass ich mich daran halten muss. Und dann muss man natürlich versuchen, das Beste zu geben. Es ist nicht alles so einfach am Anfang, aber wichtig ist, dass man sich anstrengt. Okay? Okay. Ich sag vor, ja? Mhm. Und dann werden alle Sünden, inshallah, vergeben. Jetzt mit der Absicht vom Herzen, mit Wahrhaftigkeit, ein neues Leben anzufangen, ein Leben ohne Sünden, okay? Ja. Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! So, die Schwestern können natürlich der neuen Schwester noch gratulieren. Bitte die neue Schwester nicht aufnehmen, die will nicht im Gesicht aufgenommen werden. Und möge Allah die neue Schwester segnen. Amin. Möge er sie ins Paradies führen. Amin. Und möge er sie glücklich machen im Diesseits und im Jenseits. Amin. Und bitte für die Schwestern, die heute hier sind, hier sind viele praktizierende Schwestern, tauscht die Nummern aus, helft eurer neuen Schwester. Ja? Ich gehe von Ort zu Ort. Ich kann mich leider nicht um jeden kümmern.